beim Training in-house. Dementsprechend gehandicapt und chancenlos, Vicky Rebensburg beim heutigen WM-Riesenturlauf. Lara Gut. So, jetzt schauen wir mal nach, wie viel da zur Medaille fehlt nach dem ersten Durchgang. Im Falle von Lara Gut sind es 1,18 Sekunden auf ihre gute Freundin Anna Fenninger, die ja zwischen Rang 3 hält. 1,18, jetzt sind wir mal in einem Bereich, wo man mit einer Sensationsfahrt einmal was vorlegen könnte. Jetzt geht es darum. Also bei diesen Läuferinnen ist jetzt schon entscheidend, dass sie automatisch schon mit einem großen Vorsprung ins Ziel kommen. Ja. Und das wissen sie ja. Also die Lara geht jetzt auch volles Risiko. Ich sage mal, alles andere als Laufbestzeit zählt jetzt nicht mehr. Jetzt muss der Einser aufleuchten und ein ganz großes Minus dastehen im Ziel. Ich bin gerade ein bisschen fasziniert von der Linienwahl. Die Lara, die ist da wirklich, die ist teilweise so frech unterwegs. Ja, jetzt hat sie es fast ein bisschen übertrieben, habe ich mir gedacht. Aber das ist, man muss riskieren. Es geht, also anders gewinnst du heute sowieso nicht, wenn schon aus dem ersten Durchgang so viel Rückstand mitbringst. Und der Lara ist jetzt wirklich ein sehr guter Lauf gelungen. So, schau, da nimmt sie relativ früh die Abfahrtsposition und geht in Führung. 64 Hundertstel Vorsprung auf Maria Höfl-Riesch. Und das ist genau das, was ich angesprochen habe. Jetzt muss ein Laufbestzeit her, wenn man die, die noch oben stehen, ein bisschen unter Druck setzen will. Gut, hat es gut gemacht. Ja, sehr gut sogar. Boah, Entschlossenheit pur, gell? Ja, die hat alles auf eine Karte gesetzt, alles riskiert. Denn mit ihrer Ausgangsposition als Zehnte nach Lauf 1, da war eigentlich das die einzige Devise, runterkommen und sich irgendwo zwischen 5 und 10 klassieren. Das ist nicht die Sache der Lara Gut. Die hat jetzt wirklich alles auf eine Karte gesetzt. Bin gespannt, wie weit es nach vorne geht für die Schweizerin.